Die Schweiz hebt ab. Das Passagieraufkommen auf dem Flughafen Zürich hat im Juni gegenüber dem Vorjahr zugenommen. Was gleich bleibt, ist der Druck, dem Klima zuliebe, der Vielfliegerei mit einer Ökoabgabe entgegenzuwirken. Ab in die Ferien. Auch in diesem Jahr rechnet der Flughafen Zürich mit einem Ansturm der Passagiere. Die günstigen Preise locken. Frankreich will dieser Entwicklung mit einer neuen Ökoabgabe entgegenwirken. Maximal 18 Euro pro Ticket. Ein zu tiefer Betrag, findet Felix Nipkow von der Schweizerischen Energiestiftung. Grundsätzlich ist das ein sehr sinnvoller Schritt, weil der Flugverkehr heute wirklich viel zu billig ist. Aber in dieser Höhe ist das eher als symbolischer Akt zu werten. Dass die neue Abgabe so tief ist, löst Kritik in den Nachbarländern aus. Das führe gegenüber anderen Ländern mit höheren Abgaben zu Wettbewerbsverzerrungen. Das halte ich für nicht richtig, weil in Zeiten, wo wir den Klimawandel wirklich ernsthaft bekämpfen müssen, muss jedes Land schauen, dass es vorwärts geht. Und Frankreich macht hier einen Schritt, den es nicht alleine macht. Viele europäische Länder kennen solche Abgaben. Und es wird Zeit, dass auch die Schweiz hier nachzieht. Eine Ökoabgabe im Luftverkehr. Auch in der Schweiz ist das realistisch geworden. Mit einem solchen Aufschlag werden laut Aviatik-Experte Andreas Wittmer vor allem Billiganbieter zu kämpfen haben. Es ist schon so, dass die erhöhten Treibstoffpreise, die wir jetzt im Moment erfahren im Vergleich zu vor einem Jahr, und auch die Diskussion über Abgaben, CO2-Abgaben, je nachdem wie die eingeführt werden, natürlich für billige Airlines eine größere Belastung sind wie jetzt für größere Airlines, die dann im Langstreckenbereich ihre Umsätze machen. Als nächstes wird der Ständerat im Rahmen des CO2-Gesetzes über einen Klimaaufschlag fürs Fliegen debattieren. Vorläufig heben aber die Passagiere in der Schweiz noch ohne Ökosteuer ab.